Spiel gegen die Eisfighters Leipzig. Begrüße unseren Gästetrainer, Herrn Manfred Wolf, den ich gerade noch aus einem Fernsehinterview im Zamboni-Gang herausgelotst habe. Er ist also entschuldigt für seine kleine Verspätung. Unseren Trainer Leos Sulak. Und das erste Wort wollen wir überlassen dem Gastwirt hier im VIP-Raum, unserem Willi Zimber. Liebe VIP-Raum-Gäste, ich darf mich heute bedanken, zum wiederholten Male, bei der Metzgerei Brunner und Rüdlin aus Mülheim-Hügelheim für die ganz hervorragende Bewertung heute. Bravo. Danke. So, bevor ich zu den Zahlen der heutigen Begegnung komme, möchte ich gerne noch, auch das ist ein persönliches Anliegen, einen Ehrengast begrüßen, der heute zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder bei uns im Eisstadion ist. Unser langjähriger Bundesliga-Trainer, Aufstiegstrainer, Nachwuchscheftrainer Jojo Czapler. Herzlich willkommen bei uns. Zahlen der heutigen Begegnung. Die Franz-Siegel-Halle war zum dritten Mal in Folge mit 3500 Zuschauern ausverkauft. Auch das, denke ich, ein toller Wert. Noch ein Applaus, den können wir dafür stiften, oder? Sie alle waren daran beteiligt. Das Schussverhältnis 53 zu 27. Spieler der Serie möchte ich noch nennen, das war bei uns Nico Linsenmeier und bei den Gästen aus Leipzig Hannes Albrecht. Die beiden wurden gewählt. Dann das Ergebnis der zweiten Halbfinalbegegnung. Sie wissen es wahrscheinlich alle schon, Duisburg unterliegt Regensburg im dritten Spiel mit 1:3. Damit führt Duisburg 2:1 nach Spielen. Ich weise darauf hin, dass das im Viertelfinale zwischen Regensburg und Selb ähnlich war. Da hat Regensburg 1:2 hinten gelegen, hat dann das vierte Spiel gewonnen und das fünfte auswärts in Selb dann doch recht deutlich, ich glaube mit 5:1. 6:2. Das ist das Ergebnis auch des letzten Spiels am Mittwoch von Regensburg gegen Duisburg vor 4.961 Zuschauern im ausverkauften Regensburger Eisstadion. Da ist also ordentlich Dampf im Kessel. Jetzt aber wollen wir die Analyse betrachten und hören der beiden Trainer zum heutigen Spiel, das uns, glaube ich, allen viel Spaß gemacht hat aus Freiburger Sicht. Wenn Sie mir das nachsehen, Herr Wolf, aus Sicht der Leipziger Eisfighters, Ihr Statement bitte. Ja, erstmal vielen Dank für die nette Menschen hier. Wir haben zweimal hier gespielt. Wir haben festgestellt, dass unsere Fans von Leipzig sehr gut mit euren Fans zurecht kommen und sorgen dafür für ein Eishockey-Fest, egal wie die Ergebnisse waren. Natürlich bin ich enttäuscht, aber in erster Linie machen wir was für das Eishockey-Sport Deutschlands und das ist sehr wichtig. Natürlich gratuliere ich euer Trainer und euer Club zu den Erreichen des Finales. Das ist höchst verdient, keine Frage. Ich spare mich groß die Analyse. Ich sage einfach, dass meine Mannschaft hat vielleicht vom 9. Drittel 5 gespielt und das ist nicht genügend. Wir sind zum Teil, wie es ausgesehen hat, überrollt worden. Ich finde, ehrlich gesagt, als Trainer, wir sind alle Sportslehrer, wir wissen halt, das warum, weshalb. Ich denke, meine Mannschaft ist gekippt ein paar Mal mental. Und diesen Mentalbereich müssen wir stärken. Man kann ein, zwei Tore kriegen von einem sehr guten Gegner halt zwischendurch, das ist ganz normal. Aber ich denke, man darf nicht mental dann zu tief fallen. Und okay, ich habe einen Ausfall heute versucht, das zu retten. Ist mir zum Teil gelungen, aber letztendlich, das ist was wir lernen müssen. Und wir haben verloren gegen einen besseren Gegner. Mein Team ist, habe ich letztes Mal gesagt, ist sehr weit gekommen über die letzten 3 Jahre. Wir waren in die Oberliga Ost, wir waren dann Meister, jetzt sind wir Meister und Pokalsieger. Wir sind jetzt für die erste Mal im Halbfinale überhaupt in die Playoffs gekommen und wir entwickeln uns und wir werden den Weg weitergehen und hoffentlich können wir wieder hier kommen und vielleicht ein anderes Ergebnis herholen im Fall, dass wir noch hier sind. Ja. Ja, guten Abend. Ich möchte die Komplimente zurückgeben, weil wir auch in Leipzig sehr gut empfangen worden sind und es war die ganze Serie sehr fair gespielt.
Da muss ich auch der gegnerischen Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie das nicht probiert haben, irgendwie mit Fouls oder irgendetwas. Den Jungs möchte ich aber noch dazu sagen, dass heute, dass wir den Sack zumachen wollten, war Motivation genug, dass ich gefragt habe, ob jemand noch nach Leipzig fahren will. Und da, ich glaube nur der Busfahrer hätte gerne oder wäre gerne gefahren. Sonst keiner mehr. Ich gratuliere der Mannschaft zu der Serie und jetzt schauen wir mal, jetzt warten wir ab, wen wir bekommen und das. Ich wieder irgendwo ein bisschen Filmmaterial von denen finde und dass wir versuchen uns so vorbereiten, dass wie gegen Leipzig und dass es wird schwer, aber wir werden alles geben. Danke. Ja, ein Dank an die beiden Trainer für ihre Einlassungen. Jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen seitens der Pressevertreter hier im Raum. Herr Holz, Sie haben uns ja am Ostermontag plastisch geschildert, wie die Situation bei Ihnen mit der Halle ist. Eigenbau und so weiter, glaub, relativ kleines Fassungsvermögen. Würde mich mal interessieren, wie sieht denn die Zusammenarbeit mit der Stadt aus? Ich frage zwar nicht deshalb, weil wir hier ja auch eine neue Halle brauchen, dringend mit zweiter Eisfläche. Und ohne Unterstützung oder ohne die Stadt geht das nicht. Wie gesagt, wie ist das bei euch? Ja, das ist eine sehr interessante und gute Frage. Ich habe die Politik über die letzten 5-6 Jahre auch in Chemnitz sehr gut kennengelernt. Meine Aufgabe ist unter anderem in dem Club mit André Kroll und Volker Hanewald ist natürlich diese Eissporthalle Situation halt zu verbessern für uns. Wir haben eine zwei Pads oder zwei Eisbahn Planung. Das Zeltkonstruktion, das wir jetzt haben, werden wir nicht abgeben im Fall, dass wir ein Stadion bekommen. Wir werden den verwenden, um Nachwuchsarbeit korrekt und weiterhin zu betreiben. Publikumslauf und, weil das ist auch für die Finanzierung für alles sehr wichtig. Und wir haben Bedarf. Das sind mehr Sportarten, das auf dem Eis stattfinden, als Eishockey. Und wir sehen, das ist eine regionale Geschichte und wir arbeiten daran sehr hart. Die Städte, die Kommune allgemein, wie ich das so mitbekommen habe, können ganz wenig helfen finanziell, leider Gottes. Es ist natürlich von Bundesland zu Bundesland anderes, wie ich mitbekommen habe. Letztendlich, wo es hakt, wo meiner Meinung nach das Problem ist, dass die Politik sollte auch da sein für Sport. Wir sind für die jungen Menschen heutzutage, es wird einfach nicht genug getan. Und die sind die Zukunft und ein gesunder Körper und gesunder Kopf. Ich meine, für das Schulsystem und alles, okay, wir müssen nicht darüber reden, das ist wichtig, dass die Leute lernen, aber auch ein gesunder Körper gehört zu das Leben auch. Und ich wundere mich immer wieder, dass man die Politiker nicht einfach uns unterstützen, Fördergeld zu bekommen und nicht nur der große Fußball in Vordergrund steht. Ja. Gibt es noch Fragen? Dann würde ich sagen, lassen wir die Worte von Herrn Wolf als Schlusswort heute stehen. Sie sind dazu geeignet. Ich bedanke mich bei Ihnen für den Besuch, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder Freitag in einer Woche zum ersten Finalspiel. Dann wird es richtig spannend und Ihnen eine gute Einreise nach Leipzig. Dankeschön. Ja.